Okay. Ein Reliktgewölbe. Bringen wir den Laden zum Laufen. Okay, wir haben den Strom eingeschaltet. Sie müssen die Konsole finden, um das Reinigungsfeld zu aktivieren, Pathfinder. Diese Konsole aktiviert das Gewölbe, Pathfinder. Sie müssen zunächst den Reaktor starten und das Reinigungsfeld initialisieren. Hier laufen mehrere Interface-Verbindungen zusammen. Ich markiere die, die Sie brauchen. Wir müssen jetzt zu der Reinigungskonsole gelangen können. Ich muss zugeben, aufregend ist das schon. Reltec, die können wir bestimmt auf dem Rückweg mitnehmen. Ich werde diese Karte Ihrem Interface hinzufügen, Pathfinder. Immer diese Entscheidung. Relikte, wir können die Köpfe einziehen oder uns ihnen stellen.
Achtung! Große Jungs voraus! Alle erwischt. Was haben wir denn hier? Gute Arbeit. Ah.
sieht aus, als gäbe es bei diesem Interface einen Trick. Wir müssen ihn rauskriegen. Sie sind nicht zufrieden mit uns. Irgendetwas übersehen wir. Als wär's das gewesen. Hier sind wertvolle Daten enthalten, Pathfinder. Sie sollten einen Scan durchführen. Kiwi wird sich freuen, dass wir ein weiteres dieser Geräte gefunden haben. Pathfinder, der Weg auf die andere Seite wird über eine Konsole aktiviert. Ja.
Markiere Interface-Verbindungen, Pathfinder. Aktivieren wir einfach alle. Da kommen sie. Gehen wir's an. Relikte geben einfach nicht auf! Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen. Bevor dieser Ort uns umbringt, willst du sagen. Okay, bereit machen zum Rennen. Da kommt es! Los, los! Aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen.
bevor dieser Ort umbringt, muss ich sagen. Okay, bereit machen zum Rennen. Da kommt es! Los, los! Na, komm schon. Mann, die Sache verliert nie ihren Schrecken. Nichts wie raus hier. Es besteht also doch noch Hoffnung für Kedera. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Abbauzonen wurden Ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder.
Man muss sich nur vorstellen, man würde auf das Gesicht des Archons zielen. Dann sind solche Schüsse ganz einfach. Guter Tipp. Danke. Was ist los, Ryder? Warum eine Dringlichkeitssitzung? Ich habe keine einberufen. Das war ich. Ich habe eine beunruhigende Nachricht erhalten, als wir auf Kedara waren. Es gibt Spannungen in der kroganischen Kolonie auf Eladen. Die Lage ist ernst. Spannungen unter Kroganern? Was Sie nicht sagen. Ich würde nicht Ihre Zeit damit verschwenden, wenn es nicht wichtig wäre. Wir müssen hin. Ich stimme zu. Nakmor Mordor hat sich zum Overlord der Kolonie aufgeschwungen. Das ist merkwürdig. Nein, für uns hat der Archon Priorität. Wir müssen uns auf seinen nächsten Schachzug konzentrieren. Jarl hat recht. Ich weiß, dass es frustrierend ist, mit so vielen Unbekannten zu operieren. Aber wir müssen einander zuhören. Okay, und wenn wir schon dabei sind, ich habe gehört, wie Gesetzlose auf Kedara über Aktivitäten im Remarf-System geredet haben. Nein, das ist das System, in dem sich die Turianische Goldene Welt befinden sollte. Remarf? Dort gibt es keine lebensfähigen Planeten. Nur ein Asteroidenfeld, in dem Verbrecher Bergbau betreiben. Eladen soll auch ziemlich unwirtlich sein. Voller marodierender Plünderer, die nichts zu verlieren haben. Mist. Niemand kämpft härter als Leute, die nichts zu verlieren haben. Aber wir haben jetzt den Transponder und stehen kurz davor, die Position des Archon-Schiffes herauszufinden. Unser Ziel lautet, hier eine neue Heimat zu schaffen. Und man weiß nie, wozu etwas gut sein kann. Wie auch immer, geben Sie Kello die NAV-Punkte für Ihr Laden und diese potenzielle turianische goldene Welt. Wir wollen alle Optionen verfügbar haben. Hey! Von Wegtreten oder Sitzung beendet war nicht die Rede. Sitzung beendet. Weitermachen.